Auf Wunsch kann Ihr Fahrzeug mit verschiedenen nützlichen Assistenzsystemen ausgestattet werden. Der Abstandshalterassistent kann für Sie die Geschwindigkeit Ihres Fahrzeugs und den Abstand zu vorausfahrenden Fahrzeugen im Bereich von 0 bis 90 km pro Stunde regeln. Wenn Ihnen kein Fahrzeug vorausfährt, funktioniert der Abstandshalterassistent wie der Tempomat im Geschwindigkeitsbereich von 15 bis 90 km pro Stunde. Während der Fahrt wählen Sie den Abstandshalterassistent aus, indem Sie die obere Taste auf der rechten Seite des Multifunktionslenkrades so oft drücken, bis der Bordcomputer das Abstandshalterassistenten-Symbol anzeigt. Die kurze Betätigung der Plus- oder Minus-Taste schaltet den Abstandshalterassistent ein. Bei der Plus-Taste ist die aktuelle Geschwindigkeit, bei der Minus-Taste die zuletzt gespeicherte Geschwindigkeit eingestellt. Mit den Plus- und Minus-Tasten können Sie die eingestellte Geschwindigkeit in 0,5 km/h Schritten verändern. Wenn Sie eine der Tasten gedrückt halten, verändert sich die Geschwindigkeit in 5 km/h Schritten. Erkennt der Abstandshalterassistent ein vorausfahrendes Fahrzeug, werden dessen Geschwindigkeit und Abstand sowie der eingestellte Sollabstand im Bordcomputer angezeigt. Um den Sollabstand zu ändern, drücken Sie die Fahrsystem-Taste, bis das ACC-Abstand-Eingabefenster erscheint. Mit den Pfeiltasten vergrößern oder verringern Sie den Sollabstand. Erkennt der Abstandshalterassistent kein vorausfahrendes Fahrzeug, funktioniert er wie ein Tempomat. Wenn Sie sich einem Fahrzeug nähern, passt der Abstandshalterassistent die eigene Geschwindigkeit an die des anderen Fahrzeugs an und hält den eingestellten Abstand. Wird das vorausfahrende Fahrzeug langsamer, verringert der Abstandshalterassistent auch Ihre Geschwindigkeit, gegebenenfalls bis zum Stillstand. Beträgt die Haltezeit des vorausfahrenden Fahrzeugs weniger als 2 Sekunden, fährt Ihr Fahrzeug selbstständig wieder an. So kann Sie der Abstandshalterassistent im Stop-and-Go-Verkehr entlasten. Bei Haltezeiten von mehr als 2 Sekunden müssen Sie zum Anfahren kurz das Fahrpedal betätigen. Danach übernimmt der Abstandshalterassistent wieder die Regelung der Geschwindigkeit. Bitte beachten Sie, dass in besonderen Situationen wie Kurven, versetzter Fahrweise, Spurwechsel oder Überholvorgängen Fahrzeuge nur eingeschränkt erkannt werden können. So kann es sein, dass der Abstandshalterassistent unerwartet abbremst oder beschleunigt. Achten Sie daher immer selbst auf das Verkehrsgeschehen und machen Sie sich mit den Sicherheitshinweisen in der Betriebsanleitung vertraut. Das Assistenzsystem Adaptive Cruise Control von MAN regelt in Lkw und Reisebussen Geschwindigkeit und Abstand zum vorausfahrenden Verkehr automatisch. ACC ist eine intelligente Erweiterung der Geschwindigkeitsregelung und steuert auch die Bremssysteme des Fahrzeugs. ACC hält selbstständig einen vom Fahrer eingestellten geschwindigkeitsabhängigen Abstand zu vorausfahrenden Fahrzeugen. Dies unterstützt den Fahrer insbesondere auf langen Autobahnetappen. Die automatische Einhaltung des richtigen Sicherheitsabstands erhöht die Verkehrssicherheit erheblich. Das neue MAN-ACC-System arbeitet dazu mit 2 voneinander unabhängigen Sensorsystemen, mit Radar und Kamera. Zusammen überwachen sie den Raum vor dem Fahrzeug. Der Radarsensor erkennt vorausfahrende Fahrzeuge und berechnet deren Geschwindigkeit, Entfernung und Position zum eigenen Fahrzeug. Die Kamera in der Frontscheibe besitzt eine unabhängige Objekterkennung und erfasst zusätzlich die Fahrbahnmarkierungen. Kamera und Radar kommunizieren ständig miteinander und gleichen ihre Ergebnisse ab.
Dadurch kann auch bei komplexen Straßenverläufen das vorausfahrende Fahrzeug mit höchster Präzision und Zuverlässigkeit erkannt werden. Das MAN-System mit Kamera und Radar funktioniert auf kurvigen Landstraßen deutlich zuverlässiger als Systeme, die ausschließlich mit einem Radar arbeiten. Erkennt das System ein vorausfahrendes, langsameres Fahrzeug, reduziert ACC selbsttätig das Tempo, passt sich der Geschwindigkeit des Vordermanns an und stellt den gewünschten Abstand ein. Wenn nötig, bremst ACC mithilfe der Dauer- und Betriebsbremse. Beschleunigt der Vordermann, beschleunigt ACC wieder auf das ursprünglich gewählte Tempo. Am Multifunktionslenkrad stellt der Fahrer seine Wunschgeschwindigkeit ein. Mit einer WIP-Taste in der Instrumententafel kann der Fahrer zudem den Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug in 4 Stufen einstellen. Über das zentrale Display wird der Fahrer über seine Einstellungen und die Aktionen des Assistenzsystems informiert. Hat ACC ein vorausfahrendes Fahrzeug erkannt, werden dessen Geschwindigkeit und der Abstand zum eigenen Fahrzeug angezeigt. Wenn das ACC-System die Betriebs- und Dauerbremse des Fahrzeugs aktiviert, wird dies dem Fahrer ebenfalls angezeigt. ACC unterstützt den Fahrer besonders im Kolonnenverkehr auf Autobahnen und gut ausgebauten Landstraßen. Das Assistenzsystem bietet einen deutlichen Sicherheits- und Komfortgewinn. Für einen effizienten und sicheren Personen- und Gütertransport auf der Straße. The various systems work together to make it simple to drive a Scania truck in the most efficient manner. The truck knows where it is thanks to onboard mapping and the GPS signal it receives, and it knows how long and steep all the hills are on your route. This information is all held in the Scania Communicator, an onboard control unit which also helps calculate the overall weight you're carrying and assists in cruise control operation. To get the most out of the technology, keep the gearbox in automatic AE mode and set an appropriate speed for the cruise control. If a retarder's fitted, you also set the maximum downhill speed, and this can be anything from 3 to 15 kilometers per hour above the cruise speed you've set. Let's say you set cruise to 50 miles an hour, that's about 80 km/h. As the truck approaches a hill, the system assesses the vehicle speed and load and gets the truck up the hill using the minimum number of gear changes to avoid losing momentum. Now this means the engine speed may drop as low as 900 RPM. This is quite normal and it's known as lugging uphill. As you get near the crest of the hill, the system works out where it can back off the accelerator to let the truck coast over the top of the hill and save fuel. You will feel the truck slow down a little, but no more than 12%, so from 50 miles an hour, it'll only drop to about 44 miles an hour, and the truck will soon speed back up to 50 as it gathers momentum going down the hill. This is called active prediction, and when it's operating, you'll see this green E appear in the information display. So, when you feel the speed begin to drop, you'll see the green E light up to let you know the system is controlling the speed to save fuel. The communicator knows how long the downhill stretch is, and if it knows that you'll coast for more than a few seconds, the system engages eco roll, which puts the truck in neutral so that it'll roll further. You'll see the rev counter drop to idle speed for a few seconds, then rise to a normal speed when the system tells the truck to engage a gear again. If you have a retarder fitted, then on a long or steep downhill stretch, the system controls the speed by applying the retarder as necessary to keep the road speed under the maximum speed you've set. This is called downhill speed control. When the retarder's operating, you'll see this retarder symbol light up on the dash. Once you reach the bottom of the hill, the truck will continue onwards using normal cruise control,
selecting the most economical gear and engine speed until you reach the next hill and active prediction goes into action again. This is how the truck works in the most economical AE mode. There are slight differences when you're in other automatic modes, and there's a comprehensive video on Scania OptiCruise performance modes in the additional information section of this app. But do note, you will need internet access to watch this video. Das Staufachkonzept des Fahrerhauses nutzt den vorhandenen Raum hervorragend aus und bietet je nach Ausstattung bis zu 975 Liter Stauraumvolumen. Mit zahlreichen Optionen lässt sich das Staufachangebot noch weiter individuell anpassen. Drei verschließbare und beleuchtete Staufächer befinden sich über der Frontscheibe. Am Fahrerarbeitsplatz sind Schubfächer untergebracht, in die eine Kleinteile- oder Brillenablage eingehängt werden kann. Eines der beiden Schubfächer unter der Liege kann optional mit einem Kühlschrank ausgestattet werden, das andere enthält serienmäßig einen Abfallbehälter und eine Ablageschale. Durch Hochklappen der unteren Liege erhält man Zugang zu zwei großen Staufächern. Diese sind auch von außen bequem zu erreichen. Die Außenklappe öffnet sich beim ersten Betätigen des Entriegelungshebels nur bis zum Sicherungshaken. Ein weiteres Drücken des Hebels öffnet die Staufach-Außenklappe vollständig. Über die beschriebenen Staufächer hinaus befinden sich viele weitere nützliche Ablagen im gesamten Fahrerhaus. Bitte beachten Sie auch die Sicherheitshinweise in der Betriebsanleitung. AEB is an advanced emergency braking system which uses a camera and radar to constantly watch the road ahead. If the system detects that you're rapidly approaching an obstacle and there's a risk of collision, it acts in three stages. First, there will be a red warning on the instrument panel and a loud warning buzzer. If you take no action, the brakes will then come on gently. If you still take no action, there will be an emergency brake application to avoid running into the obstacle or at least minimize the force of the impact. Now, these stages happen quickly in succession, but you do have time to react between them. After the first warning light and buzzer, you can stop AEB going any further if you do one of the following. Press the brake pedal. Press the accelerator clearly and quickly. Press the accelerator to the kickdown position. Indicate left or right, or press the AEB switch on the instrument panel. AEB is only active once road speeds over 15 km per hour, that's about 10 miles an hour. It will only work in a limited way if there's a fault with the system, and this warning light will appear to warn you that it's not fully protecting you. If the light comes on,
Check that the windscreen in front of the camera is clear, especially if you're driving in snow or muddy conditions, which might stop the camera being able to see the road. The system will also be limited if the air suspension is set a long way outside the normal driving position, so check that you are at the normal ride height setting. Other than that, the fault will have to be investigated by a Scania technician. Now do note, AEB is only an aid. It doesn't adapt to driving conditions or the weather, and it's always the driver's responsibility to drive safely. Unaufmerksamkeit, Ablenkung im Straßenverkehr wird zu einem immer größeren Problem. Der nicht mehr vorhandene Blick nach vorn auf die Straße in Verbindung mit einem unerwarteten Ereignis führt üblicherweise zu Unfällen. Die Volvo Trucks Kollisionswarnung mit Notbremsung unterstützt den Fahrer in solchen kritischen Situationen, indem die Aufmerksamkeit des Fahrers auf das Verkehrsgeschehen vor dem Fahrzeug gelenkt wird. Wird eine kritische Situation erkannt, wie etwa verlangsamter Verkehr oder ein Verkehrsstau vor dem Fahrzeug, leuchtet das Head-Up-Display in der Frontscheibe auf. Sofern der Fahrer nicht reagiert, beginnt das Head-Up-Display zu blinken, unterstützt von einem lauten Alarmsignal. Reagiert der Fahrer immer noch nicht, werden die LKW-Bremsen mit geringer Bremskraft betätigt. Reagiert der Fahrer auch dann noch nicht, wird schließlich eine Notbremsung durchgeführt. Dadurch, dass die Aufmerksamkeit des LKW-Fahrers auf die Verkehrssituation vor ihm gelenkt wird, lassen sich viele Unfälle vermeiden. Um andere Fahrer auf Notbremssituationen aufmerksam zu machen, beginnen die Bremsleuchten am LKW zu blinken, sobald eine extreme Bremsverzögerung entweder durch den Fahrer oder durch das Kollisionswarnsystem hervorgerufen wird. Diese Innovationen sind ein Beweis für die permanenten Bestrebungen des Unternehmens, das ultimative Ziel absoluter Unfallvermeidung mit Volvo LKW zu erreichen. Zur Unterstützung in kritischen Fahrsituationen stehen Ihnen verschiedene Assistenzsysteme zur Verfügung. Der Active Brake Assist 3 ist ein System, das den Fahrer beim Erkennen einer Unfallgefahr unterstützt und durch gestaffelte Bremseingriffe bis hin zur Vollbremsung die Geschwindigkeit verringert. Wenn Sie den Motor starten, ist der Active Brake Assist 3 automatisch eingeschaltet. Sie können ihn ausschalten, um zum Beispiel eine Warnung oder Teilbremsung in einer unkritischen Situation zu beenden. Um den Active Brake Assist 3 wieder einzuschalten, müssen Sie die Taste etwa eine Sekunde lang gedrückt halten. Nähern Sie sich einem stehenden oder langsamer fahrenden Objekt, ohne aktiv einen Bremsvorgang einzuleiten, ertönt ein Intervallton und ein rotes Warnsymbol erscheint im Ereignisfenster. Erfolgt keine Reaktion, bremst der Active Brake Assist 3 das Fahrzeug mit einer automatischen Teilbremsung ab. Wenn Sie nicht auf die Kollisionswarnung und die Teilbremsung reagieren, ertönt ein kontinuierlicher Warnton und es wird automatisch eine Vollbremsung ausgelöst. Bitte beachten Sie, dass in besonderen Situationen wie Kurven, versetzter Fahrweise, Spurwechsel oder Überholvorgängen Fahrzeuge nur eingeschränkt erkannt werden können. So kann es sein, dass der Active Brake Assist 3 nicht reagiert. Außerdem kann das System eine Kollision bei höheren Geschwindigkeiten nicht komplett verhindern. Bleiben Sie deshalb immer bremsbereit. Achten Sie auf das Verkehrsgeschehen und machen Sie sich mit den Sicherheitshinweisen in der Betriebsanleitung vertraut. We'll be right back.
Die meisten Verkehrsunfälle entstehen durch Fahrfehler. Vorausschauende Assistenzsysteme, die den Fahrer warnen und final auch selbstständig reagieren, können Unfälle vermeiden oder zumindest die Folgen deutlich reduzieren. Der Emergency Brake Assist von MAN, kurz EBA genannt, ist so ein schlauer elektronischer Beifahrer, der gleichzeitig mit Radarsensor und Kamera arbeitet. Er ist immer aktiv und erkennt vorausschauend kritische Situationen, in denen ein Auffahrunfall droht. Mit einem Radarsensor, der im vorderen Stoßfänger platziert ist, sendet und empfängt das EBA-System laufend Signale. Es berechnet die Geschwindigkeit, die Entfernung und den Winkel von Objekten vor dem Fahrzeug. Zusätzlich überwacht eine Kamera in der Frontscheibe den Verkehrsraum, erfasst die Fahrspuren und bewegliche oder stehende Objekte vor dem eigenen Fahrzeug. Kamera und Radar gleichen ihre Ergebnisse ab. Gleichzeitig werden die Signale eines Gierratensensors ausgewertet, um Kurvenfahrten zu erfassen. Der EBA von MAN kann selbst komplexe Verkehrsszenarien zuverlässig interpretieren und bewegte und stehende Objekte auf der eigenen Fahrspur früher und sicherer erkennen als bei Systemen, die nur mit einem Radarsensor arbeiten. EBA greift nur in kritischen Situationen ein und erreicht so eine sehr hohe Fahrerakzeptanz. Weitere Daten wie die Stellung von Brems- und Fahrpedal, die Fahrgeschwindigkeit und die Betätigung des Blinkers werden zur Bewertung der aktuellen Fahrsituation herangezogen. Droht das Auffahren auf ein vorausfahrendes oder stehendes Fahrzeug, erhält der Fahrer zunächst eine Warnung. Im Fahrerdisplay erscheint ein blinkendes Warnsymbol, ein eindringlicher Warnton ertönt, während Radio und die Freisprecheinrichtung stumm geschaltet werden. Außerdem wird das Motordrehmoment reduziert und der nachfolgende Verkehr frühzeitig durch das Aufleuchten der Bremslichter gewarnt. Reagiert der Fahrer und bremst ab oder weicht dem Hindernis aus, greift EBA nicht weiter ein. Reagiert der Fahrer nicht auf die Warnung, betätigt das System selbstständig die Bremse. Alle Warnungen bleiben aktiv. Reagiert der Fahrer weiterhin nicht und erkennt das System eine unmittelbar bevorstehende Kollision, leitet EBA umgehend die Notbremsung ein. Zusätzlich wird der rückwärtige Verkehr mittels des sogenannten Notbremssignals durch schnelles Warnblinken aktiv gewarnt. Eine wichtige Funktion des MAN-Systems ist die Fahreraktivitätserkennung. MAN hat sie weiter verfeinert. So berücksichtigt EBA die gefahrene Geschwindigkeit zur Auswahl unterschiedlicher Warn- und Bremskaskaden. Zeigt der Fahrer hohe Aktivität oder fährt mit niedrigem Tempo, zum Beispiel in der Stadt, warnt und bremst das System später als mit wenig Aktivität und Tempo 85 auf der Autobahn. Mit dieser Fahreraktivitätserkennung und der Nutzung der zwei unterschiedlichen Messprinzipien erreicht der Notbremsassistent von MAN eine sehr hohe Zuverlässigkeit und somit eine hohe Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer. Scania's Lane Departure Warning System, known as LDW, continuously watches the road lane markings using a camera mounted just inside the windscreen. It warns the driver if the vehicle starts to cross a white line, unless the driver is indicating in that direction or has turned the steering wheel. This distinct sound is what you'll hear in the left or right loudspeakers, indicating to which side the vehicle's drifting. If you have the stereo on, the volume's automatically turned down so you can hear the warning. The system's mainly intended to prevent the truck drifting out of the lane on high-speed roads, such as motorways and dual carriageways, so it only operates at speeds above 60 km per hour. On minor roads where speeds are lower and the road might be narrow, no warnings are sounded, and if the driver's doing a lot of steering, such as driving down a road with twists and turns, LDW is automatically disabled, and this is to avoid lots of unnecessary warnings.
LDW is turned on automatically when you switch on the ignition, but you can turn it off using this switch. A warning light with this symbol will remind you that it's not active. LDW can't operate if the camera can't see the lane markings. So if they're obscured by snow or mud or worn away, or if the sun's shining directly into the camera or the windscreen's covered with snow or dirt, this warning light will come on along with a message saying that the system is temporarily disabled. If the problem lasts for more than 30 seconds, this light comes on to warn you that LDW is not operating. Now do note, LDW is only an aid. If the road markings are unclear or the system's turned off, the truck can move out of the lane without an audible warning. It's always the driver's responsibility to remain alert and drive safely. Ist Ihr Fahrzeug mit dem Radionavigationssystem ausgestattet, haben Sie darüber Zugriff auf eine digitale Betriebsanleitung. Sie hilft Ihnen bei allen Fragen, die die Bedienung Ihres Fahrzeugs betreffen, und verfügt über mehr Inhalte als das gedruckte Handbuch. Um die digitale Betriebsanleitung zu nutzen, wählen Sie mit den Pfeiltasten in der Hauptfunktionszeile das Buchsymbol aus. Nach Bestätigung des Eingangsbildschirms erscheint das zuletzt benutzte Untermenü. Mit den Pfeiltasten können Sie auf der linken Seite ein anderes Untermenü wählen. Im Untermenü Stichwortsuche können Sie mit Hilfe einer Zeicheneingabe nach einem Begriff suchen. Die Auswahl eines Zeichens erfolgt wahlweise durch Drehen des Controllers oder über die Zifferntasten. Durch Drücken des Controllers bestätigen Sie Ihre Eingabe. Wiederholen Sie die Zeicheneingabe so oft, bis eine passende Stichwortliste angezeigt wird. Im Untermenü Visuelle Suche sehen Sie auf dem Display ein Fahrzeug mit aktivierbaren Highlights an verschiedenen Stellen. Zu diesen Funktionsbereichen oder Elementen sind weiterführende Themen hinterlegt. Durch Drehen und Drücken des Controllers wählen Sie ein Highlight aus. Auf dem Display erscheint das entsprechende Thema mit dazugehörigen Untereinträgen. Kapitel können auch thematisch zusammenhängend aufgerufen werden. Dies geschieht im Untermenü Inhaltsverzeichnis. Drehen Sie den Controller, um eine Kapitelüberschrift auszuwählen, und bestätigen Sie diese durch Drücken des Controllers. Falls vorhanden, wird die nächste Ebene mit Unterkapitel angezeigt, die sich auf gleiche Weise auswählen lassen. Sobald ein Inhalt vorhanden ist, wechselt die Anzeige im Untermenü auf Artikelseite. Hierhin gelangen Sie auch direkt oder bei Bestätigung einer Auswahl in den Untermenüs Stichwortsuche und Visuelle Suche. Durch Drehen des Controllers können Sie innerhalb des Textes nach oben oder unten scrollen. Im untersten Punkt der digitalen Betriebsanleitung sehen Sie eine Liste mit Stichworten für den Schnellzugriff auf die entsprechenden Inhalte. Wie gewohnt wählen Sie einen Punkt mit Hilfe des Controllers aus. Beachten Sie, dass zu Ihrer eigenen Sicherheit das Radio-Navigationsgerät die Anzeige der digitalen Betriebsanleitung automatisch abschaltet, sobald das Fahrzeug schneller als 5 km/h fährt. Fahrer von Lkw und Bussen haben eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe und müssen täglich viele Autobahnkilometer zurücklegen. Dies erfordert permanent höchste Aufmerksamkeit. Auf langen, monotonen Strecken oder Nachtfahrten kann die Konzentration des Fahrers nachlassen. Bereits wenige Sekunden Ablenkung können dazu führen, dass der Fahrer unbeabsichtigt die Fahrspur verlässt.
Ein Assistent, der in solchen Situationen den Fahrer warnt, erhöht die Verkehrssicherheit erheblich und kann bis zu 50% der Unfälle vermeiden helfen, die durch solche Situationen entstehen können. MAN bietet deshalb für Lkw und Reisebusse das Lane Guard System, kurz LGS, an. Es hilft dem Fahrer, ab einer Geschwindigkeit von 60 km/h die eigene Fahrspur zu halten und warnt ihn, wenn er unbeabsichtigt die Fahrspurmarkierung überfährt. LGS erfasst die Fahrspurmarkierungen links und rechts durch eine Videokamera hinter der Frontscheibe. Verlässt das Fahrzeug die Fahrspur, ohne dass der Fahrer den Blinker betätigt hat, ertönt ein akustisches Warnsignal aus dem Türlautsprecher der entsprechenden Seite. Für Reisebusse ist eine spürbare Warnung über eine Vibration in der rechten und linken Sitzwange des Fahrersitzes erhältlich. Durch die gezielte Warnung rechts oder links wird die Aufmerksamkeit des Fahrers auf die Gefahrenseite gelenkt. Er kann rechtzeitig reagieren und das Fahrzeug wieder sicher in die Spur bringen. MAN hat das Lane Guard-System kontinuierlich weiterentwickelt. In der aktuellen 4. Generation dieses Fahrerassistenzsystems berücksichtigt LGS beispielsweise, dass viele Fahrer von Nutzfahrzeugen in der Regel nicht exakt in der Mitte der Fahrspur, sondern leicht zur Fahrbahnaußenseite versetzt fahren. Das LGS verschiebt die Warnschwelle, um sich diesem Fahrverhalten anzupassen und bietet damit mehr Fahrkomfort. Auf schmalen Straßen und in Autobahnbaustellen, bei denen ein Überfahren der Markierungen nicht zu vermeiden ist, schaltet sich LGS automatisch ab, um unnötige Warnungen zu vermeiden. LGS warnt also nur in relevanten Situationen und erreicht so eine sehr hohe Fahrerakzeptanz. Das Lane Guard-System von MAN bietet wie alle MAN-Assistenzsysteme einen deutlichen Sicherheits- und Komfortgewinn. Für einen effizienten und sicheren Personen- und Gütertransport auf der Straße. All Scania trucks are fitted with ESP, or Electronic Stability Program. ESP helps to stop oversteer or understeer by using the brakes on individual wheels to correct for a potential skid. Imagine you're taking a right-hand bend. If the road's wet or worn or slippery, the tyres can lose grip, and then the truck won't turn as much as you're trying to make it. This is called understeer. ESP detects this the instant it starts to happen, probably before you even realize anything's going wrong, and it brakes the right front or rear wheels very rapidly to steer the truck back on course. At the same time, it cuts the engine power momentarily to help get the truck back under control. All this happens in the blink of an eye, and in most cases, all you'll know is that the amber ESP light flashes on the instrument panel. If the back of the truck starts to swing out, it's called oversteer, and ESP will brake the left wheels to bring the truck back on track in just the same way as correcting understeer. When ESP is operating, you'll see this warning light flashing on the dashboard. And the most important thing to remember is that if you see the light flash, you're driving too fast for the conditions, so adjust your driving style accordingly. If you set traction control for off-road working, ESP is limited, and you'll see that amber ESP symbol on the instrument panel until you press the traction control switch back to the normal position. Now please note, ESP is only an aid. It's always the driver's responsibility to drive safely and according to the road conditions. Zahlreiche neue und überarbeitete Leuchten und Beleuchtungselemente verbessern sowohl die Sicht für den Fahrer als auch das Gesehenwerden. Sie können an Ihrem Fahrzeug folgende vorderen Lampen selbst wechseln: das Fernlicht, das Halogen-Abblendlicht,
das Tagfahrlicht, das Nebellicht, das Blinklicht, das Halogen-Positionslicht sowie das seitliche Blink- bzw. Seitenmarkierungslicht. Ersatzglühlampen finden Sie je nach Fahrerhausmodell in einem der Staufächer oder im Werkzeugfach. Abhängig von der bei Ihnen verbauten Scheinwerfervariante sind die vorbereitenden Arbeitsschritte unterschiedlich. Bei Variante 1 öffnen Sie zuerst die Abdeckung neben dem Scheinwerfer durch einen kurzen Druck auf die markierte Stelle. Drehen Sie die Schraube heraus und schwenken Sie das Stoßfängerteil nach außen. Bei Variante 2 müssen Sie ebenfalls die Schraube herausdrehen. Schieben Sie den Abdeckrahmen auf der Außenseite nach unten und nehmen Sie ihn dann heraus. Drehen Sie die Schrauben mit den grauen Unterlegscheiben heraus. Drehen Sie nicht an den Stellschrauben des Scheinwerfers, da dieser sonst neu eingestellt werden muss. Schwenken Sie dann den Scheinwerfer heraus. Jetzt liegen die Abdeckungen des Fernlichts, des Tagfahrlichts sowie das Blinklicht frei. Drehen Sie die Fassung des zu wechselnden Blinklichtes nach links und ziehen Sie sie heraus. Jetzt können Sie die Glühlampe mit leichtem Druck nach links drehen und herausnehmen. Die neue einsetzen und mit leichtem Druck nach rechts drehen. Die Abdeckung von Abblendlicht und Positionslicht lässt sich öffnen, nachdem Sie die Klammer vom Gehäuse weggedrückt haben. Um die Glühlampe des Abblendlichts zu wechseln, ziehen Sie zuerst den Stecker ab und hängen dann die Sicherungsfeder aus. Jetzt können Sie die defekte Glühlampe herausnehmen und die neue Glühlampe einsetzen. Achten Sie darauf, dass der Sockelteller in die Aussparung passt. Glühlampen und Leuchten sind ein wesentlicher Bestandteil der Fahrzeugsicherheit. Achten Sie deshalb darauf, dass diese immer funktionieren. Lassen Sie die Scheinwerfereinstellung regelmäßig überprüfen und beachten Sie bitte auch die Sicherheitshinweise in der Betriebsanleitung. Adaptive Cruise Control, or ACC, is a feature that helps you to keep a safe gap between you and the vehicle in front when cruise is engaged. If it's fitted, the main cruise control switch will have three positions and this symbol on the lower part, together with this switch on the steering wheel, which you use to set the following distance. When the main switch is set to the middle position, normal cruise is engaged and the track maintains a constant speed. Press it to the bottom position and you turn on Adaptive Cruise Control. There are five preset following distances. You can increase the gap by pressing the steering wheel button down like this, or decrease the gap by pressing it upwards. You can adjust the following distance at any time while Adaptive Cruise is turned on. The distance you set is shown in a window in the instrument panel like this, with a gap between the vehicle symbols, horizontal bars, and a setting number. 5 is the largest gap, 1 is the shortest. Adaptive Cruise maintains the speed you set until you catch up with a slower vehicle. It then allows your truck to slow down and match the other vehicle's speed to keep the gap between you. Once traffic clears ahead of you, it resumes the cruise speed you initially set. When it detects a vehicle in front and adjusts your speed, you'll see this light come on. If necessary, the system will use a combination of the retarder and the wheel brakes to keep to the following distance, but it only performs limited braking. If the vehicle in front brakes suddenly and you're getting too close, this red collision warning will appear and a warning buzzer will sound. You need to then brake or steer as appropriate. Just like normal cruise control, adaptive cruise is cancelled if you brake, use the exhaust brake or retarder, or press the off button on the steering wheel. Pressing resume resumes the speed and the distance settings. If for any reason adaptive cruise control can't function, this yellow warning light will come on. Now do note, adaptive cruise control is only an aid.
It doesn't adapt to driving conditions or the weather, and it's always the driver's responsibility to drive safely and leave a safe distance to the vehicle in front. LKW-Notbremsassistenten können schwere Unfälle verhindern. Das hat der ADAC in seinem aktuellen Test bewiesen. Die Folgen bei einem Zusammenstoß zwischen LKW und PKW können dramatischer kaum sein. Aufgrund der hohen Massenunterschiede bleibt von den Autos oft nur wenig übrig. Schwere Auffahrunfälle, zum Beispiel an einem Stauende auf der Autobahn, sind dabei das häufigste Crash-Szenario. Eine EU-Verordnung zum Einsatz der Notbremsassistenten ist im November 2015 in Kraft getreten. Seit dieser Zeit müssen Lkw auf ein stehendes Hindernis lediglich 10 Stundenkilometer abbauen. Das bedeutet, wenn ein Lkw mit 80 km/h sich auf ein stehendes Hindernis zubewegt, ist es okay nach dieser Norm, wenn er mit noch einer Restgeschwindigkeit von 70 Stundenkilometer mit diesem Hindernis kollidiert. Da geht jedoch schon einiges mehr. Den aktuellen Stand der Technik hat der ADAC mit gängigen Modellen von MAN, Volvo und Mercedes getestet. Vollbremsung vor einem langsam fahrenden, einem bremsenden und einem stehenden Fahrzeug. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Die Leistung der Notbremsassistenten geht deutlich über die gesetzlichen Anforderungen hinaus. Selbst kritische Szenarien wie das stehende Hindernis werden souverän erkannt und Unfälle auch bei sehr hohen Geschwindigkeiten von bis zu 80 km/h komplett vermieden. Das Notbremssystem des Mercedes Actros erkennt sogar querende Fußgänger. Die Technik ist also längst vorhanden. Eine deutliche Anhebung der gesetzlichen Forderungen dringend notwendig. Genauso wichtig, Lkw-Notbremsassistenten dürfen sich nicht mehr dauerhaft abschalten lassen. Unsere Untersuchung zeigte, dass die Notbremsassistenten sehr zurückhaltend mit Warnungen und Fehleingriffen sind. Wir hatten keine einzige Fehlauslösung in unserem Praxismodul des Tests und wir können daher sagen, dass eine Deaktivierung aus unserer Sicht nicht notwendig ist. Denn ein abgeschalteter Notbremsassistent ist kein Notbremsassistent. Das Ergebnis kennen wir. Scania trucks may be fitted with a retarder as an option. This is a hydraulic device which acts on the transmission to slow the truck. Like the exhaust brake, it works through the drive axle and it's ideal for sustained periods of braking, such as going down long hills. Until 2015, the retarder was always operated by a lever on the right side of the steering column. For vehicles with the OptiCruise gearbox, it's incorporated into the OptiCruise gear lever, as shown here. Move the retarder lever towards you to operate it. The lever has 5 positions, each increasing the braking effect. The exhaust brake operates with the retarder as required to give maximum auxiliary braking. While the retarder's working, you'll see this symbol light up on the instrument panel. To cancel the retarder, return the lever to the zero position. If you don't, the retarder will come on and slow the truck every time you take your foot off the accelerator. This will make your fuel consumption worse and give you a lower driver support score, so do remember to cancel it. When you set this small switch to position 1, you operate the retarder using the brake pedal. The more you squeeze the pedal, the more the retarder works. When you take your foot off the brake pedal, the retarder keeps operating and works to keep the truck at the same speed. As soon as you touch the accelerator or press resume, you disengage the retarder. From 2015, there is an option to have a simple switch on the dashboard instead of the lever on the steering column, and the retarder is only operated through the brake pedal. When you release the brake, the retarder maintains the speed as before, and when you touch the accelerator or press resume, the retarder is cancelled. With this option, the retarder doesn't operate when you take your foot off the accelerator, so leaving the retarder switch turned on won't affect fuel consumption and won't affect driver support scores.
Now do note, the retarder is an auxiliary brake and only acts on the drive axles. So in snow, ice or other poor road conditions, turn off the switch and use the foot brake as normal. Das serienmäßige Multifunktionslenkrad macht die Steuerung vieler Fahrzeugfunktionen wesentlich einfacher. Alle wichtigen Funktionen sind abrufbar, ohne die Hände vom Lenker zu nehmen. Mit den jeweils 8 Tasten rechts und links am Multifunktionslenkrad können Fahrerassistenzsysteme, Tempomat und Telefon bedient sowie Einstellungen im Kombi-Instrument und Bordcomputer vorgenommen werden. Einstellungen im Bordcomputer nehmen Sie mit der linken Tastengruppe vor. Die Pfeiltasten links, rechts dienen der horizontalen Navigation hier durch die Hauptmenüs. Die Auswahl eines Untermenüs, also eine vertikale Navigation, erfolgt mit den Pfeiltasten oben, unten. Mit der OK-Taste bestätigen Sie Ihre Auswahl. Mit der Pfeil-Rechts-Taste gelangen Sie zu den vorhandenen Einträgen. Um die Nummer im Telefonbuch oder einer Anrufliste anzurufen, drücken Sie die Hörer-Taste. Das Menüfenster zeigt zunächst die Details des Anrufs. Durch erneutes Drücken wird die Rufnummer gewählt. Die Gesprächslautstärke können Sie mit der Plus- oder Minus-Taste regeln. Auch die Lautstärke des Audiogerätes lässt sich an diesen Tasten einstellen. Über den Tastenblock auf der rechten Seite aktivieren und deaktivieren Sie Fahrerassistenzsysteme bzw. nehmen Einstellungen daran vor. So können Sie den Limiter sowie den Tempomat- und Abstandshalteassistenten am Multifunktionslenkrad einschalten. Ein kurzer Druck auf die Plus- oder Minus-Taste schaltet den Abstandshalterassistent ein. Bei der Plus-Taste ist die aktuelle Geschwindigkeit, bei der Minus-Taste die zuletzt gespeicherte Geschwindigkeit eingestellt. Sowohl den Limiter als auch den Tempomat- und Abstandshalterassistenten können Sie ausschalten, indem Sie die Taste Off drücken. Die eingestellte Geschwindigkeit bleibt nach dem Ausschalten erhalten. Wenn Sie den Bordcomputer bedienen, sind Sie vom Verkehrsgeschehen abgelenkt. Nehmen Sie deshalb Einstellungen nur vor, wenn die Verkehrssituation dies zulässt. Now. You've finished driving for the day, you're starting your daily rest period, and you want to get comfortable. First, put the steering wheel in the upright position, then to move the driver's seat out of the way, sit on the comfy seat at the back, plant your boot on this pedal, and the seat will move easily all the way to the front. Do the same for the passenger seat, but this one has another clever trick. Lift the lever at the side, fold down the backrest, and here you have a neat little table to eat your dinner off. After you've fed and watered yourself, you'll want to get your head down for the night. Now the bunk looks a bit narrow, but fear not. Just lift the handle in the middle and the base slides forwards, giving you a bunk a full meter wide. Now you can get a good night's rest without worrying about falling out of bed. In the morning, just lift the lever and slide the bed back in again, but make sure it's clicked into the locked position. Talking of dinner, you want somewhere to store food and keep it fresh, so here under the seat is the fridge. Now, we've got 2 compartments. The smaller one by the freezer symbol on the door is the freezer section, but for milk or fresh food, this is the fridge section, and in here, tucked out of the way, is the fridge temperature control. I mentioned the night heater earlier and the fact that it can be switched on and off with the switch on the heater panel, but for the main controls you need to use the remote control stowed by the bunk bed. This lets you turn the heater on and off from the bed, but it also has the control to turn the temperature up or down and set what time you want the heater to come on, set your morning alarm, and even the tune you want it to play. All the instructions for this are in the vehicle handbook, so have a look at that for more information on exactly how to use it. Now, most importantly, don't forget that you must turn the night heater off at least 5 minutes before you go and refuel.
Mercedes PowerShift 3 ist ein elektronisches System, das Kuppel- und Schaltvorgänge automatisiert und regelt. Dadurch wird der Fahrer von Routinen entlastet und der Komfort gesteigert. Die serienmäßige Schaltautomatik lässt sich bequem mit dem rechten Lenkstockhebel bedienen. Das Display des Bordcomputers zeigt Ihnen dabei den eingelegten Gang sowie das gewählte Fahrprogramm an. Der Lenkstockhebel erlaubt Ihnen die Wahl der Fahrtrichtung durch Drehen des Fahrtrichtungswahlschalters in die gewünschte Position sowie das Wechseln des Fahrprogrammes. Drücken Sie kurz auf die Taste zur Wahl des Fahrprogrammes, um von Automatik zu einem der fahr- und fahrzeugspezifischen Schaltprogramme zu wechseln. Je nachdem, welches Getriebe in Ihrem Fahrzeug verbaut ist, stehen Ihnen verschiedene Programme zur Verfügung. Darunter befindet sich die kraftstoffsparende Einstellung Economy, das dynamische Programm Power, der Flottenmodus Fleet, der Fahrbetrieb Offroad für leichtes Gelände und Baustellen oder das für Einsatz- und Alarmfahrzeuge entwickelte Programm Fire. Wenn Sie die Fahrprogrammtaste länger gedrückt halten, wechselt das Getriebe in den manuellen Modus. Im Display erscheint neben der Anzeige des geschalteten Gangs eine Schaltempfehlung und nicht wie im Automatikmodus der vorgewählte Gang. Zum manuellen Hochschalten ziehen Sie den Multifunktionshebel zu sich heran, zum Zurückschalten drücken Sie ihn von sich weg. Abhängig vom gewählten Fahrprogramm können Sie weitere Fahrfunktionen nutzen. Der Eco-Roll-Modus schaltet das Getriebe in Abhängigkeit von der Fahrsituation in die Neutralstellung, um Kraftstoff zu sparen. Der Kriechmodus ermöglicht das selbstständige Ankriechen und Leerlaufrollen des Fahrzeugs mit dem Lösen der Betriebsbremse, ohne dass Sie Gas geben müssen. Um Ihr Fahrzeug aus einer Geländevertiefung herauszuschaukeln, können Sie den Freischaukelmodus nutzen, der ein sofortiges Trennen und Schließen der Kupplung erlaubt. Beachten Sie, dass abhängig von Ihrem Fahrzeugmodell und gewähltem Fahrprogramm nicht alle Fahrfunktionen zur Verfügung stehen können. Bitte beachten Sie auch die Sicherheitshinweise in der Betriebsanleitung. Now, we're going to have a look at all the controls, but it's worth bearing in mind that in the Wallet with the Owner's Handbook is this quick guide. It's short, it's sharp, it's to the point, and it gives you a good introduction to all the controls, instruments, switches, and dashboard displays. It covers everything you need to know to start driving this truck safely and efficiently, so do take the time to have a look through it. It is a quick guide, so just a few minutes spent looking through it will stand you in good stead. Auf Wunsch können Sie Ihr Fahrzeug mit mehr als nur einem Navigationsgerät ausstatten. Predictive Powertrain Control, kurz PPC, verknüpft GPS-Informationen des Navigationssystems mit digitalen 3D-Straßenkarten und erkennt so die Topografie des Straßenverlaufs. Dadurch können Schaltzeitpunkte, Schaltsprünge und die Tempomatgeschwindigkeit vorausschauend optimiert werden. So wird beispielsweise vor einem steilen Berg die Geschwindigkeit erhöht, in einer Senke die Schwungspitzen genutzt oder vor Bergkuppen der Schubbetrieb eingesetzt. Um Predictive Powertrain Control einzuschalten, wählen Sie mit den Pfeiltasten des Multifunktionslenkrades das Hauptmenü Einstellungen und dann das Untermenü Systeme aus. Drücken Sie OK, um in das Menüfenster Systeme zu gelangen und aktivieren Sie dort Predictive Powertrain Control, indem Sie mit den Pfeiltasten den Punkt PPC auswählen und mit OK bestätigen. Sowohl die obere als auch die untere Geschwindigkeitstoleranz, die PPC in Bezug zur Tempomat-Setzgeschwindigkeit zur Verfügung stehen, lässt sich manuell einstellen. Drücken Sie so oft auf die Fahrsysteme-Menütaste, bis EcoDrive angezeigt wird.
Hier können Sie auswählen, um wie viel die gespeicherte Geschwindigkeit überschritten bzw. unterschritten werden darf. Mit den Pfeiltasten links-rechts stellen Sie einen anderen Wert ein und bestätigen Ihre Auswahl mit OK. Predictive Powertrain Control ist nur bei eingeschaltetem Tempomat bzw. Abstandshalteassistenten aktiv. Bitte beachten Sie auch die Sicherheitshinweise in der Betriebsanleitung. Safety is a long Scania tradition, and the Scania XT models have been built not only tough, but also safe too. From the heavy-duty bumper to options such as the enhanced hill hold, everything on the Scania XT has been built with safety firmly in mind.